bin ein bisschen richtig nervös jetzt. Silent Hill ist schon. Ist das erste Mal, das erste Silent Hill spielen, das ist schon ein cooles, krasses, gruseliges Spiel. Ups. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Reste vom Weihnachtspunsch-Eistee gemacht. Ist schon eine ziemlich witzige und coole Geschmackssorte. Aber ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr, ne? Die ist leider nicht mehr verfügbar. So, genau. Jetzt geht's mit Silent Hill weiter. Ich muss noch schnell... wartet. Ich muss das noch schnell ändern. Bonus. Silent Hill. Ich finde das so lustig, weil YouTube lässt mich einfach die Beschreibung nicht ändern. Da steht sowieso noch im Beschreibungstext Silent Hill anscheinend drin. Naja, egal wie oft ich es umschreibe. Gehört Silent Hill auch zu den Survival Horror. Auf jeden Fall. So, lasst mich noch mal kurz gucken, weil auf YouTube funktioniert das irgendwie immer nicht so gut. Das muss ich noch mal mit der Hand nachbessern. Kleinen Moment. Livestream bearbeiten. Ah doch, diesmal hat es geklappt. Alles gut. Okay, coolio. Ja, das passiert schon mal, dass was Falsches drinsteht. Aber schöner ist es, wenn nicht. Genau, Silent Hill gehört quasi schon auch noch zu den ganz klassischen Survival-Horror-Spielen. Resident Evil kann man schon sagen, der erste Teil hat das Survival-Horror-Genre sehr stark geprägt und vielleicht sogar erfunden. Auch wenn viele Elemente tatsächlich auf Alone in the Dark zurückgehen, war das schon noch viel mehr ein Adventure und weniger so dieses typische Survival-Horror. Aber die Elemente sind schon stark vorhanden. Aber das erste Resident Evil hat die Formel für Survival Horror schon sehr stark geprägt und etabliert. Und Silent Hill gehörte dann quasi so zur ersten Welle von Nachahmern, unter Anführungsstrichen, von diesem neuen Genre. Das kam gemeinsam mit Resident Evil 3 Nemesis so ziemlich raus. Und Dino Crisis kam auch im selben Jahr. Und da ging es dann los mit Survival Horror Spielen so richtig. Wo ist eine Katze? Die von vorher, oder was? Gerade war der Linky hier, der eben die vor Weihnachten noch die Operation hatte. Aber dem geht es jetzt aktuell zum Glück sehr, sehr gut. Heute hat er zum letzten Mal Antibiotika genommen. Ich hoffe jetzt stark, dass es so bleibt und dass es ihm auch weiterhin gut geht. Aber gut. Ich habe schon über 14.000 Kronkorken. Ich überlege mir irgendwas sehr, sehr, sehr Teures, wo man sehr lange sparen kann. Dammit, jetzt funktioniert hier irgendwas nicht. Ah doch. Sound passt? Sag mir wieder Bescheid, wie der Sound ist. So, wir sind anscheinend schon in der dunklen Version des Krankenhauses. Ich kann mich gar nicht erinnern. Gibt es überhaupt eine nicht dunkle Version des Krankenhauses? Keine Ahnung. Ich muss mal auf die Karte gucken. Video steht da. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass wir noch sehr viel zu erkunden und zu durchsuchen haben. Also ich mache mir jetzt aktuell keine Sorgen. Ich gucke mal kurz auf meinen Notizblock, aber ich glaube, wir haben keine aktuellen Silent Hill Notizen mehr. Ne? Die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal alle abgearbeitet. Pfeilchen im Garten. Lydia Friendly, Trevor White. Ah, doch, das ist noch aktuell. Die Namen der, weiß ich gar nicht, waren das Verstorbene oder Angestellte? Keine Ahnung.
Löwenzahn an Wegerand. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Zimmer 204 Tentakel Schlüssel. Aha, gut. Na okay. 16.000, 18.000. Ja, ich sehe schon. Ich lasse mir irgendwie was einfallen, aber vielleicht erst in vielen Wochen oder Monaten. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wenn ich sage, dass ich irgendwas vorhabe, dann meine ich das ernst. Aber es kann ewig dauern. Ich habe irgendwie ein anderes Zeitempfinden. Irgendwie weiß ich, es ist irgendwie wirklich so. Es klingt weird, aber irgendwie, wenn ich sage, ja, ich mache das noch und dann mache ich es irgendwie 1,5 Jahre später, dann denke ich mir so, na guck, passt doch. Hab ich doch gesagt. Ist doch alles gut. Aber ich habe das Gefühl, für die meisten Menschen ist das schon irgendwie zu spät. Dass es schon fast nicht mehr zählt oder so. Aber ich habe euch vorgewarnt, ihr wisst Bescheid. Es kann Jahre dauern. Dammit. Haben wir jetzt wirklich keine Pistolenmunition mehr? Ist es jetzt soweit? Und ich weiß nicht mehr, wie ich ins Menü komme. Naja, krass. Ich dachte, wir haben noch voll viel. Aber will ich jetzt echt Schrotflinte benutzen? Ehrlich gesagt, nicht. Shit, ich habe vergessen, wie man zuschlägt. Okay, ich glaube, die ist tot. Aber ich höre das Radio noch knistern. Da ist noch wer. Der Hammer ist krass. Der Hammer ist ja krass, ey. Zwei Schläge von dem sind ja ein ganzes Pistolenmagazin. Der Hammer ist der Hammer. Ja, sorry. Der Hammer ist einfach super. Beste Nahkampfwaffe. Ich merk's, ey. Ich merk's. Ich hatte Munition ohne Ende, aber ich habe auch viel im Nahkampf gemacht. Nahkampf ist auf jeden Fall viable. Ich merk's. Nahkampf ist gut. Die Platten musst du sammeln fürs Rätsel. Vier Stück gibt's. Okay. Hey, Apo, dir auch ein frohes neues Jahr. Hallöchen. Okay. Klappern wir mal alle Türen ab. Das Schloss klemmt. Kennen wir ja schon. Das Schloss klemmt nicht. Wir haben ein Schlüsselteil gefunden. Ich schaue mich mal noch weiter um, auch wenn ich echt Angst vor der Musik habe, die hier läuft. Aber das ist einfach Silent Hill, ne? Das ist der Psycho-Horror. Das macht aber Silent Hill wirklich gut, ne? Also den ersten kannte ich ja bis jetzt noch nicht, aber auch spätere Teile arbeiten echt gut und viel mit Musik und Soundtrack und erzeugen halt manchmal einfach Geräusche, die man vorher noch nie gehört hat und das macht einen echt kaputt teilweise. Ich muss da immer auch an Silent Hill 2 denken, an den Prisoner. Unsichtbare Gegner in den Gefängniszellen, die tun uns nichts und wir können auch nicht wirklich mit denen interagieren. Man kann auf die schießen, wenn man will, aber sonst nichts. Aber die geben Laute von sich, die man sonst im ganzen Spiel nicht gehört hat. Und plötzlich hört man die da drin, in den Zellen. Und man kann es nicht zuordnen. Es ist mega weird und unheimlich. Und das ist einfach sehr clever.
dass man einfach mit Geräuschen arbeitet, unbekannte Geräusche. Das kann einem so kaputt machen. Und das ist so die Angst vor dem Unbekannten einfach. Schon sehr gut. Das Schloss klemmt. Na Gott sei Dank. Ich speichere mittlerweile nach jedem Raum, aber... Es ist schon ganz gut, dass wir das Spiel jetzt hier am PC spielen, weil ich glaube, auf der Konsole würde ich einfach wirklich, ich verspreche es euch, spätestens nach jedem zweiten Raum zurücklaufen zum Speicherpunkt. Wirklich. Ich glaube, ich übertreibe nicht. Die Blutkonserve. Vielleicht war ein Vampir da drin und hat die ausgetrunken. Sind das wieder Teleportationsklos, die mich auf andere Stockwerke bringen? Auf jeden Fall Gruselklos. Okay, cool. Wir haben jetzt, abgesehen von der blöden Tentakelplatte, haben wir alle. Oh, was war das? Ich gehe noch mal rein. Aber ich weiß noch nicht, wie wir an den Tentakeln vorbeikommen. Es war einfach gar nichts. Guckt, und das meine ich mit großartigem Sounddesign. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Well played, Silent Hill. Well played. Finde ich sehr schön. Warum haben wir eigentlich Raum 301 ausgelassen? Verstehe ich nicht. Nur ein kurzes Hallo. Hi, Gwenny. Dir auch ein frohes neues Jahr. Ein Vogelkäfig? Natürlich. Warum auch nicht? Er ist leer. Warum? Na? Hm. Naja. Kann ich da vielleicht die Blutkonserven dranhängen und dann geht der Vogelkäfig auf? 200 Milliliter Blutkonserve gefunden im Krankenhausraum. Nicht hier verwenden. Rote Flüssigkeit gefunden. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Pistolenmunition, aber ich bin gerade so froh über die Effektivität des Hammers. Ich hau mal mit dem Hammer auf den Vogelkäfig. Ich weiß schon. Silent Hill ist nicht so ein Spiel, aber trotzdem. Es hätte ja sein können. Naja. Bin ich gut dran, sonst wäre ich länger da. Dann auf jeden Fall alles Gute, gute Besserung oder was man dir auch immer wünschen kann. Was machen wir jetzt? Wartet mal, die Tentakel waren in Zimmer 204. Die waren da unten. Da dürfte mich gerne kurz spoilen oder Backseat Game mit den Tentakeln. Sag mir bitte nicht zu viel, aber sag mir, ob ich da schon hin könnte und das schon nehmen könnte. Oder ob ich da noch was brauche. Das wäre eine Info, die dürfte mir gerne mitteilen. Mach ich, Gwenny. Auf jeden Fall. Silent Hill geht jetzt bis Mitternacht. Vielleicht sogar ein bisschen länger. So ungefähr. Das weiß ich. Mit dem harten Schlag weiß ich, ja. Aha! Die Tentakel wollen was zu trinken haben. Das ist ein netter Tipp. Auf den wäre ich nicht gekommen. Dann gehe ich mal runter. Hab mich verdrückt.
Das Spiel hat wieder ganz andere Tasten als Code Veronica gerade eben noch für die Steuerung. Für die ansonsten sehr ähnliche Steuerung, was es noch viel schlimmer macht. Okay, ich speichere mal. Für den Fall, dass ich Blödsinn mache. Die Tentakel wollen sicher Holy. Ja, das wäre gut. Ich kann den, hey Tentakel, LSBR10, kann ich euch sehr empfehlen. Nutzt das als Code für eure Bestellung. Aha, guckt euch das an. Das sind eher so Blutegel, ne, die Tentakel. Ach, schau, die sind ja eigentlich ganz lieb und harmlos. Okay, cool. Dann haben wir jetzt drei Platten und ich glaube, eine haben wir schon eingesetzt. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo die Platten hingehören, blöderweise. Das hätte ich mir vielleicht noch irgendwo aufschreiben sollen. Ich glaube nämlich, ich habe schon eine eingesetzt, ne, tatsächlich. Oder? Erinnere ich mich falsch? Weiß ich halt jetzt nicht mehr. Ist egal. Jetzt wartet mal. Wir können vielleicht... Ja, ich weiß gar nicht. Natürlich, wir können in dem Stockwerk mal da nochmal gucken, ob wir die Räume da drüben auf der rechten Seite betreten können. Ich weiß gar nicht, warum wir das noch nicht gemacht haben. Aber ich würde sagen, den Erfolg speichere ich erstmal. Es freut mich übrigens echt, ohne Witz, dass Holy auch bei euch so gut ankommt und dass ihr so viel bestellt und dass es euch auch schmeckt und dass es für euch auch cool ist. Das ist natürlich immer cool, wenn man sich für einen Werbepartner, für ein Produkt entschieden hat, das man auch wirklich gut findet, na, dann hat man halt immer auch die Hoffnung, dass es auch wirklich bei der Community ankommt und dass man nicht irgendwie Werbung für was macht, das die Leute dann vielleicht gar nicht gut finden, aber man selber schon und so. Und das freut mich echt, dass das bei euch auch so gut ankommt. Okay, perfekt, perfekt, alles gut. Ich habe zufällig die Tür gefunden. Super. Ups. Okay. Wo ist die richtige Taste fürs Inventar? Okay, wartet. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Wolken über Hügel. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen. Vierblättriges Kleeblatt. Nee, vierblättriges Kleeblatt. Veilchen im Garten. Löwenzahn am Wegesrand. Welche Farbe habe ich jetzt? Ich muss nochmal zurück. Ich glaube, ich verstehe es vielleicht schon. Wir haben jetzt hier mal Rot. Okay. Rot. Wo ist mein Stift? Rot müsste wahrscheinlich Wolken, Himmel, Mandarine, Veilchen, Löwenzahn. Oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Unvereidliche Sahnezeit. Unverneidliche Sahnezeit. Scheiße, ich weiß nicht, was ich da aufgeschrieben habe. Okay, aber ich schätze, das ist rot. Ich schätze, das, was ich mir da als letztes aufgeschrieben habe, ist rot, was auch immer das ist. Und rot kommt nach Löwenzahn. Das macht keinen Sinn, scheiße. Schade. Okay, warte mal. Wolken, Himmel, bittere Mandarinen, grün, Veilchen, das macht Sinn soweit, gelb, schwarz. Aber es gibt kein Achtens. Okay, warte, dann setze ich Rot mal hier ein. Unvermeidliche Schlafenszeit. Keine Ahnung. Okay. Was ist das für eine Farbe? Türkis. Das ist kein Himmel. Das ist auch keine Mandarine. Warte mal, dann nehme ich erstmal Blau. Bei Blau ist der Himmel. Und Blau kommt nach den Wolken, also nach Weiß.
Schauen wir mal. Arbeiten wir uns schon vor. Gelb sind wahrscheinlich die Sonnenblumen oder der Löwenzahn war es, genau. Und der Löwenzahn kommt nach dem Veilchen im Garten. Und dann, wenn meine Theorie stimmt, müsste das hier, Türkis, nach dem bitteren Mandarin kommen. Und das wäre ein vierblättriges Kleeblatt. Na, meinetwegen. Und? Ja, wir haben es geschafft. Ich speichere mal. Das ist eher mintgrün. Hm. Oh! Ich glaube, sie hat daneben gehauen. Der Hammer ist der Hammer. Oh, oh. Oh, jetzt kommt aber hier die Krankenschwesterarmee. Blöd ist, dass man mit der Nahkampfwaffe sich nicht mehr bewegen darf, ne? Harry ist aber ganz schön... Der hat genug von der Scheiße hier anscheinend. Ne? Harry hat jetzt echt die Schnauze voll. Verdammt nochmal. Ich finde, das war schon sehr türkis. Aber gut. Über Farben lässt sich streiten. Ich finde das voll interessant übrigens, wenn wir gerade bei Farben sind. Ist wieder so ein Fun-Fact, der mich immer wieder fasziniert, dass die Farbwahrnehmung tatsächlich ganz stark davon beeinflusst wird, welche Farben man kennt und welche man gelernt hat. Und man sieht Farben tatsächlich anders, je nachdem, welche Farben man im Kopf abgespeichert hat als mögliches Farbszenario. Und das verändert anscheinend tatsächlich auch die Wahrnehmung, wirklich. Wenn ich mich recht erinnere, konnten, glaube ich, die alten Griechen, für die gab es nicht so richtig einen Unterschied zwischen bläuliche und rötliche Farben, wenn mich nicht alles erinnert. Das war bei denen alles eine Farbe und so haben die anscheinend die Welt auch ein bisschen wahrgenommen, anders als wir. Und man kennt das tatsächlich auch von anderen Kulturen, die mehr Begriffe für gewisse Farben haben, wie zum Beispiel viele Namen für Weiß, ne? So Weißfacetten in Regionen, wo viel Schnee fällt, die sind in Tests tatsächlich sehr viel besser drin, Farben zu differenzieren. Die jetzt für uns zum Beispiel, wo wir in unserer Sprache nicht so viel Begriffe für Weiß haben, nicht, also wir sehen dann auch in Tests keinen Unterschied und können nicht sagen, welche Farben abweichen. Wisst ihr, wie ich meine? Super faszinierend. Finde ich total cool. Die blauen Schwestern sind etwas stärker als die grünen. Ah, ich habe mich schon gewundert, dass manche so schnell sterben und andere langsamer. Das würde Sinn machen. Harry, was war denn das? Mach doch deinen Doppelschwung. Mensch, Harry. Oh Gott, was höre ich da für Geräusche? Ist bestimmte Musik, aber ich mache mich fix und fertig. Das ist wirklich schlimm, das Spiel. Aber ich finde es wirklich gut. Also wirklich der Hammer. Und ich bereue es so stark. Wirklich. Dass ich das nicht als Kind gespielt habe. Oder als junger Jugendlicher damals. Das hätte mich komplett kaputt gemacht, das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es so gut gewesen wäre. Aber verdammt nochmal. Das ist so viel gruseliger und schlimmer als Resident Evil 1. Oder die Nachfolger schon gleich gar nicht. Holy shit. Ich glaube, das hätte ich damals nicht spielen können, tatsächlich. Ich glaube wirklich, das wäre mir zu viel gewesen. Die meisten Menschen haben keine Rezeptoren für Blau. Der Name Blau wurde erst vor circa 2000 Jahren erfunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die meisten Menschen haben keine Rezeptoren für Blau? Nee, da musst du dich täuschen.
Die drei Grundfarben, Farbzapfen haben fast alle Menschen im Auge. Nur wenn man farbenblind ist, nicht. Es gibt, glaube ich, aber sogar Menschen mit 4 Farbzapfen. Aber kann man sich nicht vorstellen, was die dann sehen. Und ich glaube, so ein Regenbogenschrimp, glaube ich, heißen die oder sowas, so eine Meereskreatur, hat irgendwie 64 Farbzapfen oder sowas und muss unfassbar viele Farben sehen können. Aber ja, ist immer schwierig, sich Farben vorzustellen, die wir nicht kennen. Harry ist wie Dimitri aus Checked Alliance 2. Der vergisst mitten in der Aktion, was er tun soll. Das fand ich so gut, ne? Ich freue mich total, dass Checked Alliance 3 so cool geworden ist, aber Checked Alliance 2 hatte schon ein paar so gute Ideen, die ich echt vermisse in Checked Alliance 3. Und dass Dimitri einfach mitten unterm Kampf, man gibt ihm einen Befehl und dann bleibt er mitten auf der Straße stehen und sagt, schon wieder vergessen. Das war so lustig. Oder dass manche Charaktere nicht schwimmen können und dann will man den Fluss überqueren und plötzlich stirbt irgendwer. Man checkt überhaupt nicht, warum. Checked Alliance war schon gut. 2. Schon wieder vergessen. War schon echt lustig. Okay, ich will auf die Karte gucken, verdammt nochmal. Aha. Treten, wenn sie am Boden liegen, spart Munition. Ja, das stimmt. Aber es ist schon auch. Ich habe mir schon auch gedacht, das ist schon krass, oder? Gerade jetzt bei den humanoiden Gegnern wirkt das schon sehr krass, wie Harry auf die einschlägt. Ein Tritt vor allem, wenn sie am Boden liegen. Nichts Ungewöhnliches, nö. Alles ganz normal hier. Ist da wirklich nichts? Das sieht aus wie so ein Fotoapparatfilm. Aber den kann ich scheinbar nicht mitnehmen. Ah, jetzt, das nimmt er mit. Desinfizieralkohol. Ich hätte jetzt, hey, zum Glück habe ich da so random hingeklickt. Ich hätte echt nicht gecheckt, dass man das mitnehmen kann, ohne Witz. Ich dachte eher, dass ich das da mitnehmen kann, was auch immer das Silberne da sein soll. Ach, das ist eine Schnalle von der Trage, um Leute festzubinden. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Hey, wenn Silent Hill nicht so gute Karten schon damals gehabt hätte, wäre ich so lost in dem Spiel, aber komplett. Ich glaube, dann könnte ich es tatsächlich vergessen. Harry, Harry, Harry. Dein Hammer, der ist gut. Das ist der offizielle Silent Hill 1 Soundtrack. Harry, 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 der Hammer, der ist gut. Du haust die Krankenschwestern um. Dann schauen sie alle ziemlich dumm. Bum, bum, bum. Der Hammer aus der Kammer für den Harry. Der ist very extraordinary. Fidibum. Okay, Moment mal. Das war irgendeine krass verschlossene Supertür. Das heißt, da muss irgendwas krass Wichtiges dahinter sein. Habe ich irgendwas aufgehoben? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Desinfektionsalkohol. Flasche mit Isopropylalkohol gefunden in der Intensivstation im Krankenhaus. Kann ich zufällig? Nee. Schlüssel zum Laborraum im Untergeschoss. Okay, wartet mal. Harry hat einen Glühnippel. Ach so, wegen der Taschenlampe, ja.
Vielleicht ist er so ein Glücksbärchi. Na, die können doch auch Licht aus ihrem Bauch schießen oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Wechselst du irgendwann nochmal in die normale Welt? Bestimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich spiele das auch zum ersten Mal. Harry the Hammer. Ein Charakter aus Warhammer Fantasy. Okay, wartet mal. Wir haben für was genau den Schlüssel gefunden? Im Erdgeschoss, oder? Muss ich noch mal kurz ins Inventar gucken. Schlüssel zum Lagerraum im Untergeschoss. Ah, im Untergeschoss. Wartet mal. Im Lagerraum, Storage Room. Das ist fast ein bisschen gemein, gerade wenn man jünger ist, ne? Und vielleicht nicht so gut Englisch kann. Und dann sind da einfach die Namen auf Englisch auf der Karte, aber in der deutschen Übersetzung in irgendwelchen Dokumenten und Itembeschreibungen. Finde ich fast ein bisschen unter Umständen zumindest gemein. Okay, Harry, speichern wir und dann geht's ab. Harry ist ein Glücksbärchi. Ich habe auch das Gefühl. So wie das neue Mario-Spiel offensichtlich ein Benjamin-Blümchen-Spiel ist, auch wenn es nicht offiziell so, ne? Aber wenn der neue Mario nicht Benjamin-Blümchen ist, weiß ich es auch nicht. So ist Harry quasi eine Glücksbärchi-Verspielung. Wie würdet ihr denn Videospiel-Adaptionen nennen? Ne, so vereinfacht. Weil wir nennen logischerweise Sachen, die als Film adaptiert werden, Verfilmung. Aber wie macht man das denn mit Videospielen? Wollen wir die Verspielung nennen? Ist das wirklich der Begriff, den wir nutzen wollen? Weiß ich jetzt auch nicht. Klingt komisch, ne? Verspielung. Der Film hat eine Verspielung bekommen. Man muss halt einfach Videospieladaption sagen. Aber das ist so lang und klobig. Warum sagen wir nicht Verspielung? Ich bin für Verspielung. Hiermit beantrage ich, dass wir einfach Verspielung sagen. Verfilmung, Verkomikung, Verbuchung und Verspielung. Es ist nur logisch. Wenn wir Verfilmung sagen, müssen wir auch Verspielung und Verbuchung sagen. Wobei, wie oft basieren Bücher auf Filmen? Gibt's, glaube ich, schon auch, ne? Aber in der Regel ist es ja eher andersrum. Ja, das sind die wichtigen Fragen, aber die traut sich sonst niemand stellen, ne? Aber dafür bin ich hier. Ich stelle die unangenehmen Fragen. Warum finde ich hier so viel Munition? Wenn ich jetzt noch Heilmittel finde, kriege ich Angst. Okay, kein Heilmittel, das ist gut. Nichts. Das sieht sehr stark so aus, als ob ich das irgendwie schieben könnte. Na guck. Irgendwas sehr Fleischiges dahinter. Ich speichere mal, ich habe Angst. Okay, gehen wir rein. Sieht aus wie ein Korridor unter dem Gitterrost. Es lässt sich nicht öffnen, weil die Ranken darum herum gewachsen sind. Ich könnte jetzt die Ranken, und ich bin gespannt, ob das stimmt, mit Alkohol einsuppen. Und dann... Ja. Und dann drücke ich erstmal die falsche Taste. Und drückt die richtige Taste. Das gehört alles zum Plan. Und dann zünde ich den ganzen Laden hier an. Ha! Man kommt sich bei so Adventures und so Survival-Horror-Spielen immer so schön klug vor, wenn man solche Rätsel löst, ne? Auf Anhieb.
Das mag ich. Harry, wo zur Hölle sind wir jetzt? Wir haben keine Karte von diesem Ort. Alles, was wir haben, ist Angst. Okay, speichern. Ich freue mich schon auf das Remake von Silent Hill 2. Der Release ist irgendwann 2014. Ich bin mega skeptisch, ne? Ich habe es schon öfter gesagt. Aber wenn es gut wird, freue ich mich riesig. Ich kann es mir nur leider nicht vorstellen, dass die es hinkriegen. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe schon oft gesagt, das ist einer von den Fällen, wo ich sehr hoffe, dass ich mich täusche. Ich muss wirklich nicht recht haben in solchen Dingen. Ich habe nur Angst. Ja, ich habe immer noch keine Karte von dem Ort und ich habe immer noch sehr viel Angst vor dem Ort. Eieieiei. Das Schloss klemmt. Wow! Ah! Was tun die? War das gerade ein Angriff, oder? Oh Gott, so viele Türen hier. Ich hätte wirklich gerne Karte. Ah! Scheiße. Das Spiel macht mich echt fertig. Gerade jetzt so spät in der Nacht, ey. Ich sitze hier allein in dem Zimmer. Oh Gott. Und da macht das Spiel einfach solche Geräusche. Ist das eigentlich bescheuert? Kannst du mir doch nicht antun. Ich konnte gerade das Bild, das mir da vorgesetzt wurde, überhaupt nicht lesen. Deswegen bin ich erstmal einen Schritt in die Krankenschwester reingelaufen, bevor ich gecheckt habe, was ich da eigentlich gerade sehe. Oh, was haben wir denn da? Eine Videokassette. Na? Da weiß ich ja theoretisch, wo wir da hin müssen. Ich speichere mal lieber. Ja, ohne Witz, ich sag's euch ganz im Ernst, nach dem Stream, nach hier erst Code Veronica, das ja nicht sehr gruselig ist. Und jetzt Silent Hill, werde ich, bevor ich ins Bett gehe, noch irgendwas Schönes machen. Da bin ich schon empfindlich. Ich habe mich in den letzten Jahren echt sehr stark an Horrorspiele gewöhnt. Ich war früher noch viel, viel ängstlicher. What's this? Oh. Gleich kommt Mr. X. Ey, ich wäre froh, wenn Mr. X kommen würde. Der wird sich hier an diesem Ort wie ein vertrauter alter Freund anfühlen. Alessa. Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Finde ich nix. Keine Ahnung. Ja, ich muss echt mal gucken. Es gibt ein paar Filme, die würden mich tatsächlich interessieren. Die würde ich gern gucken. Vielleicht muss ich mir mal einen irgendwie bei Google oder so ausleihen jetzt. Dann. Für so einen Abend noch. Dass ich noch irgendwie... Ich habe immer noch nicht den neuen Mario-Film gesehen. Also was heißt den neuen Mario-Film? Na gut, doch, es gibt ja auch den alten Mario-Film. Den könnte man sich auch anschauen. Aber der ist auch halt ein Fiebertraum. Der ist ganz ähnlich. Der ähnelt Silent Hill schon in gewisser Weise. Der alte Mario-Film. Zumindest wenn es um surrealen Shit geht, der da passiert. Der ist schon auch sehr wild. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder Karte? Nee, ich habe immer noch keine Karte. Moment mal. Bin ich jetzt wieder...
bin ich jetzt wieder im normalen Krankenhaus? Sah der Raum vorher schon so aus? Ich bin mir nicht mehr sicher. War ich jemals in einem normalen Krankenhaus? Das Spiel macht mich fix und fertig. Für was haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden? Nein, falsche Taste. Um Gottes Willen. So. Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Okay. Mhm. Examination Room. Okay. Mhm, alles klar. Da schauen wir dann hin. Ich kann noch... Ich kann nach dem Stream nichts Schönes mehr machen. Muss um 5.45 Uhr... Ja, das ist, verstehe ich. Muss den Stream aber zu Ende gucken. Dann hoffe ich, dich nimmt nicht so mit wie mich. Möchtest du dir vielleicht später noch die lieben Worte anhören, die ich über dich und Michael in meinem Jahresrückblick verloren habe? Ah, okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache, aber schaue ich mir an. Christine ist gut ein Horrorfilm von 83, aber einen Horrorfilm werde ich mir heute sicher nicht mehr anschauen. Die Ranken sind Kräuter aus Resident Evil. Dann hätten wir sie lieber essen sollen. Oder rauchen. Ja, und wir haben sie angezündet. Guck, ich verstehe. Es ergibt alles Sinn. Der südkoreanische Film Parasite ist sehr gut. Den habe ich schon gesehen, ja. Der ist auch gut. Leider ist einer der Schauspieler von ein paar... Ah, die waren ja... Ich kenne nämlich tatsächlich mehrere Filme mit zumindest Teilen der Besetzung. Ich weiß aber nicht, ob die irgendwie so... Ne, so eine Crew sind, die immer wieder was zusammen gemacht haben oder ob das einfach nur bekannte Schauspieler aus Korea sind. Korea, glaube ich, oder? Ja, Südkorea. Aber ich habe tatsächlich mehrere Filme gesehen, wo zumindest Teile der Besetzung miteinander gespielt haben. Und die waren eigentlich alle cool. Aber frag mich nicht nach Namen. Ich überlege gerade, aber mir fällt es nicht ein. Und vielleicht bringe ich auch Sachen durcheinander. Aber ich meine, in einem Film mit einem Tentakelmonster, das irgendwelche Leute frisst und sich irgendwo ein Nest baut, wohin dann ein Kind verschleppt wird und so. Ich glaube, da spielt auch mindestens der Vater von der Parasite-Familie mit. Und vielleicht noch, weiß ich aber nicht mehr. Vielleicht bringe ich es durcheinander. Ich sage lieber nichts mehr, ohne meinen Anwalt. Ohne meinen Filmanwalt. Halt, wir haben uns verlaufen, Harry. Wir sind dumm und schlecht und so sollten wir uns auch fühlen. So, Harry. Was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich in so einer rostigen Monsterwelt voller Kreaturen aufwacht? Ich glaube, ich würde mir den einem am wenigsten gruseligen Raum aussuchen, würde dem verbarrikadieren und würde dann da langsam verhungern. Ich glaube, das wäre mein Plan. Und hoffen, dass irgendwie das Militär kommt oder so. Ich würde nicht mit einem Vorschlaghammer rausgehen und irgendwelche Monster, die mich abstechen wollen, zerkauen. Finally, someone else who's okay. Weil bei Abstechen noch das Schönste ist, was die einem antun. My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. Zusammenkauen und weinen, ja genau. Zusammenkauen und weinen ist eine gute. Würde ich auch machen. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time.
I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. Wie viele Kirchen gibt es denn in der Stadt? Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Okay, so, erstmal speichern. Puh, ich finde es interessant, dass der Twitch-Chat sehr viel wehrhafter ist als der YouTube-Chat. Ob man da irgendwas ableiten kann, ich weiß es nicht. Aber der Twitch-Chat würde kämpfen und zerstören und der YouTube-Chat würde genauso wie ich kauern und weinen. Beziehungsweise würde auch der Twitch-Chat teilweise weinen, aber sich dann bewaffnen und alles kaputt hauen. Aber das Knuddel schreibt ganz richtig, du bist auch kein Vater, der sein Kind sucht in dieser Welt. Das stimmt, das stimmt. Na, kann ich mir schon vorstellen. Dann ist man vielleicht eher so von wegen so, da hat man keine Zeit, Angst zu haben, ne? Scheiß drauf. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann stirbt man. Ist immer noch besser, wie wenn man weiterlebt und das Kind stirbt. Hm? Du solltest dir gleich das Video noch ansehen. Es macht ein... Ach so, es macht auch einen Unterschied, ob du es dir in der normalen oder anderen Welt ansiehst. Okay. Sind wir jetzt eigentlich mit dem Krankenhaus schon fertig? Nee, oder? Sonst wäre das Krankenhaus so viel leichter auch gewesen, als das die Schule, vor allem von den Rätseln her. Hä? Hast du gerade einfach nur ein Landsquid Bird Rider Zeichen hervorgehoben? Ich brauche echt irgendwie einen Nutzen für die Kronkorken, ne? Okay. Videokassette. Gucken wir mal auf die Karte. Wir sind wieder in der realen Welt. War ich in der realen Welt in so vielen Zimmern nicht? Und muss ich da jetzt noch rein? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, aber ich mach's, glaube ich, mal, oder? Zittern die mit Absicht so beim Reden? Meinst du die NPCs? Es ist einfach der Technik damals geschuldet, denke ich.
dass die so wobbeln. Ah, wir sind vorerst fertig, aber wir kehren irgendwann zurück. In der realen Welt kommen wir da jetzt gar nicht hin. Ach so, wirklich? Warum nicht? Ah, ich verstehe. Doch, nee, du hast recht. Ja, dann hauen wir ab. Komm, wurscht. Wahrscheinlich beeinflusst das eh nur das Ende, das wir kriegen oder irgendwas, ne? Hauptsache, wir kriegen irgendein Ende. Ich will nur raus. Aus diesem Albtraum. Egal wie und wohin und in welches Ende. Das Alien-Ende kriegen wir eh nicht und alles andere ist mir wurscht. Wir können aber dann wirklich, ohne Witz, wir können dann gerne auch einfach mal uns die anderen Enden, wenn wir hier fertig sind mit unserem, auf YouTube angucken. Zum Abschluss nochmal, das würde mich eh auch interessieren. Schauen wir uns einfach nochmal so ein Alle-Enden-Video an. Ja, oh, Hündchen, ich glaube, ich werde gleich gebissen. Nee, guck mal, die Markierung ist schon, ach so, die andere Kirche. Bin ich verwirrt, muss ich über die Brücke wieder zurück oder? Town Central? Police, Post? Hospital? Ich glaube, da gucke ich jetzt lieber mal ganz kurz in einem Guide nach, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich eine Viertelstunde durch die Stadt laufe und keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Bleibt dieser Stream zum späteren Ansehen auf YouTube? Also einfach nur aus Ordnungsgründen, ne, damit der Lore-Kanal, über den ich ja streame, nicht mit Streams so voll gepumpt wird, schalte ich die Streams immer auf nicht gelistet, wenn wir fertig sind mit Stream auf YouTube. Da sind sie dann quasi nicht mehr abrufbar, außer man hat den direkten Link. Aber die nächsten Tage landet alles immer auf meinem Let's Play-Kanal. Und da kann man sich dann das auf jeden Fall nochmal mit geschnittenen Pausen und sowas angucken. Ich glaube, du musst zum Antiquitätenladen. Aber ich habe jetzt gar keine Markierung hier auf der Karte. Deswegen will ich mal ganz kurz gucken. Weil die hat doch zu mir gesagt, ich muss zur anderen Kirche in der Stadt. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Silent Hill Guide After Hospital. Moment mal, Kapitel 5, Alchemie Hospital. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Okay, Hospital, Hospital, Hospital. Das alternative Hospital. Once you exit the hospital, you would want to take Coons Street. Uh-huh. Till you approach Simmons Street. Uh-huh. Make a left on Simmons. And stay on Simmons until you pass Silent Hill Town Center. Der Antiquitätenladen. Hey, Just Smithy, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Mega nett von dir, freut mich sehr. Der Antiquitätenladen. Ah ja, hat gerade irgendwer geschrieben, ne? Ihr habt recht, ich nicht. To gain access to the... Moment. The antique shop should be past there. Head down the stairs and use the antique shop key. Ich habe keinen antique shop key. Das, vielleicht sind wir im Krankenhaus sicher schon fertig. Jetzt muss ich in der Komplettlösung nochmal schnell zurück und mir das Ende durchlesen. Before Dahlia left, he had mentioned something about the mark... of Samuel. Various roads in town will construct... Okay, das klingt schon richtig. Suddenly the conversation between you and Lisa is disturbed.
bei The Weir Shot of Pain. Ja, nee, okay, dann gehen wir jetzt zum Antiquitätenladen. Let's go. Aber erst lassen wir uns, glaube ich, von einem Hund beißen. Aber ich speichere trotzdem. Ups, ich sollte erst wieder ins Spiel gehen. Man kann, glaube ich, die Farben irgendwie ändern auf Twitch, die angezeigt werden. Dir auch ein frohes neues Jahr, JH. Guten Appetit, Holy Cow. Das ist der erste Teil, den wir hier spielen. Okay. Warte mal, hier, so. Jetzt aber, let's go. Hund. Oh, shit. Nein. Wir sind in den Sack. Harry, jetzt wird's lächerlich. Ach Gott, ey. Harry, ey. Ich höre schon wieder Hündchen galoppieren. Oh, da war gerade irgendein neuer Gegner, glaube ich. Ich gehe nicht hin, ich will ihn gar nicht sehen. Und jetzt laufen wir hier einfach geradeaus hoch. Und ignorieren einfach alles. Oh, Leute, wartet! Kann es sein, dass sie uns in der Cutscene einen Schlüssel auf die Theke gelegt hat und ich hätte den Schlüssel aufheben sollen? Kann das sein? Und ich habe ihn jetzt nicht dabei? Und ich hätte den mitnehmen müssen? Kann das sein? Weil dann drehe ich jetzt gleich nochmal um. Nee, der dritte Teil hat eine weibliche Hauptfigur. Die ersten beiden haben Harry und James. Weil in dem Guide, den ich vorher gelesen habe, stand irgendwas von wegen, ich muss jetzt den Antiquitäten-Shop-Schlüssel benutzen. Aber ich habe keinen Antiquitäten-Shop-Schlüssel. Oh ja, den Schlüssel musst du mitnehmen. Okay, Harry. Und zurück. Ich habe mir gedacht, wartet, ich habe eine viel bessere Idee. Harry, Teleportation. Ja, okay. Das haben wir verdient. Den haben wir verdient, würde ich sagen, den Treffer. Ist das nicht im ersten Film eine Frau? Ja, im ersten Film schon. Aber der erste Film macht ja ganz viel anders. Wie zum Beispiel, dass er Schnee durch Asche ersetzt. Aber die Diskussion fangen wir nicht wieder an jetzt. Ja. Ach, Harry, nimm den Schlüssel. Und damit haben wir nämlich auch, wisst ihr, es hat mich nämlich auch voll gewundert, weil das Spiel hat mir quasi überhaupt nicht mitgeteilt, wo ich hin soll. Der Chat hat es mir mitgeteilt, wo ich hin soll. Aber weird, dass mir das Spiel nicht irgendwie einen Tipp gibt, wie es jetzt weitergeht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt haben wir unseren Tipp bekommen. Asche zu Asche, Schnee zu Schnee. Wenn wir nicht mehr drüber reden, das fände ich jetzt schee. Oh Gott. Aha, aber wir haben immer noch keine Markierung. Aber gut, okay, trotzdem. Let's go, Harry. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Das ist neu. Harrys Laufanimation ist schon noch ein bisschen lustig, finde ich. Irgendwas stimmt mit der Laufanimation nicht. Der hebt irgendwie seine Beine nicht genug irgendwie. Keine Ahnung. Sieht weird aus.
Vor allem mit dem riesen Hammer in der einen Hand, den er so komisch mitschwingt. Lauf, Harry, ein Engel! Ein Weihnachtsengel! Weihnachten ist schon vorbei, hau bloß ab! Puh. Okay, wir sind jetzt so ziemlich beim Antiquitätenladen. Okay, ich speichere. Ich mach mal Glühwein, mach das. Das ist eine gute Idee. Und ich trinke währenddessen meinen alkoholfreien Holy Punch. Einen Schluck. Ja, der Film interpretiert das quasi ganz anders. Aber der erste Film ist eigentlich schon in Ordnung, ne? Danach wird's halt nicht mehr so sinnvoll. Im Antiquitätenladen bekommst du eine neue Waffe, eine Axt. Aber ist die Axt besser als mein Hammer? Ich muss sagen, ich habe den Hammer schon schätzen gelernt. Eine Uhr. Das ist eine Uhr. Danke, Harry. Nichts Besonderes. Harry, ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Spuren auf dem Boden weisen darauf hin, dass jemand den Schrank verrückt hat. What's this? Harry! Sybil? Oh, I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now, don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. Hmm? What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Total gibberish, ne? Darkness devouring the town. Must be on drugs. Offensichtlich. They sell them to the tourists. Ich habe hier nichts Ungewöhnliches feststellen können. None of our leads have panned out.
and the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. Hey, Katmo, danke dir auch. Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Let's have a look, yeah. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. Wenigstens sagt sie so. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. Nein, ausgebildete Polizistin. Ich, der Zivilist. Ich gehe vor. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry. You're tired. Yeah, maybe. Harry ist schon ein weirder Dude, ne? Naja, was soll's. So wichtig war es auch nicht. Was wollte ich sagen? Ach so, Drogen, Drogenhandel. Ich meine, selbst wenn man die dunkle Welt mal ausblendet, die ja scheinbar so ein Albtraum ist und die er nicht richtig fassen kann, laufen auf der Straße gehäutete Hunde und irgendwelche Flügelmonster rum. Also das muss eine krasse Droge sein, dass irgendwie Hunden die Haut wegplatzt und Leuten Flügel wachsen. Aber okay, es ist eine valide Theorie. Es sind Drogen offensichtlich. Gut, danke für dieses tolle Gespräch. Harry und Sally oder so. Let's go. Oh, hinter dem Loch ist ein weiteres Loch. What's this? Some kind of altar. Umbrella steckt dahinter, ja. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Ich glaube, man könnte es erklären, ohne Witz. Ich glaube, man könnte sagen, es wäre, glaube ich, kein Problem zu behaupten, Silent Hill spielt in der Welt von Resident Evil. Man müsste nur die übernatürlichen Aspekte durch wirklich irgendwas Chemisches oder irgendein Virus oder irgendeinen Pilz ersetzen. Wir haben jetzt in der Resident Evil-Reihe mittlerweile so viel weirde Sachen erlebt. Parasiten, die Menschen schon seit Tausenden von Jahren befallen, seit 10.000 Jahren und länger und irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent schon vor Ägypten ein Großreich quasi entstehen lassen haben durch Symbiose zwischen Mensch und Parasit. Wir haben ein uraltes Pilzgeflecht, das Tote aufnimmt und ihre Erinnerungen in sich speichert. Wir haben mega weirde, uralte Geschichten, fast schon Cthulhu-mäßig. Warum soll nicht unter Silent Hill irgendwas sein, das das alles hervorruft? Und Dino Crisis steckt auch noch mit drin. Es gibt wirklich einen Drogendealer in der Stadt. Später kam. Hab ich mir schon gedacht, dass das wirklich auch irgendwie vorkommt. Aber in der Situation, in der die beiden sind, oder zumindest Harry, ich weiß ja nicht genau, was sie sieht und wie für sie Silent Hill ist.
Es wurde ja auch jetzt gerade angedeutet, dass für das Mädchen Silent Hill vielleicht eine ganz andere und relativ friedliche Stadt ist, ohne irgendwelche Abgründe und sowas. Aber gut. Nur den Wechsel zur zweiten Welt muss man erklären. Ja, eben, das könnte ja wirklich auch so ein Mold-Ding sein, dass man vielleicht wie Rose in die Mold-Welt eintaucht, oder es sind wirklich Halluzinationen einfach nur. Könnte man sagen. Beim Bad Ending ist das so. Warte mal, ich habe irgendwas nicht gelesen. Ja, ja, das ist natürlich eine beliebte Deutungsweise mit dem Autounfall und dem Koma und ja, aber es gibt ja da viele Interpretationen. Vergiss den Part in Resident Evil 5 mit der Hohlerde nicht. Da hat bestimmt noch Godzilla irgendwo geschlafen. Ja, eben, das meine ich ja, ne? Man findet nämlich in Resident Evil 5 auf den Höhlen Wandgemälden, die man da so sehen kann, Zeichnungen, die sehr stark andeuten, dass die Indipaya, die ja auch mit dem Progenitor-Virus schon rumexperimentiert haben, auch schon Kontakt zu Plagger hatten oder sehr ähnlichen, Plagger-ähnlichen Parasiten. Und das ist natürlich schon, ist das, ne? Sag ich mal. Das heißt, die Plagger und der Progenitor-Virus und der Mold sind quasi drei im Grunde uralte Substanzen oder Wesen, die eventuell so alt wie die Menschheit sind oder älter und irgendwie schon lang mit denen Symbiose leben. Und das hat schon auf jeden Fall auch sowas Cthulhu-mäßiges. Oder ist das wie ein Evil Within, dass alles in einer Maschine von Umbrella passiert? Könnte natürlich auch. Ich glaube, die Spiele könnten alle relativ problemlos in einem Universum spielen. Man müsste nur Silent Hill das Übernatürliche nehmen. Und das ist eigentlich schade. Das würde ich eigentlich nicht wollen. Also, ne? So, ja, ist ja eh alles eine Quatschdiskussion. Aber ich sage nur. Aha, eine Axt. Sagt mir mal, ist die Axt besser als der Hammer? Weil den Hammer liebe ich schon sehr, muss ich schon sagen. Aber ich bin auch bereit, die Axt zu nehmen. Wenn ihr jetzt im Chat sagt, Axt ist König. Die Axt kommt mir ein bisschen klein vor. Kleine Hand, Axt, mäßig wirksam als Waffe. Klingt nicht so gut. Sehr effektiv im Kampf. Es gefällt mir besser als mäßig wirksam als Waffe. Was sagt ihr dazu? Ich bin Anti-Axt gerade. Nö. Auf dem Foto ist Wesker. Welchem Foto? Muss ich mir nochmal genau anschauen. Gute Nacht, Holy Cow. Gute Nacht. UFO-Ende ist... Vielleicht ist das UFO-Ende das reale Ende. Kommt im ersten Teil auch schon ein Hund vor? Ich erkenne überhaupt nicht, was man auf dem Gemälde sehen soll, ehrlich gesagt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ist das irgendein Pixelmonster mit einer komischen roten Maske oder so? Weiß ich nicht. Hammer ist Hammer. Hammer ist besser. Nee, der Hammer ist besser. Yo, ich bin auch mit der Meinung. Ich sehe das auch so. What the? Triple H. Harry? Triple H Tag Team Partner. Das mit dem Tag Team Partner verstehe ich nicht. Aber die Triple H Wasser ins Publikum Spuck Pose, die habe ich auch gesehen. Da hast du recht. Harry ist schon wieder in die dunkle Dimension abgedriftet. Na toll. Warum geht er auch alleine? Gut, aber bei der Krankenschwester vorher hat man gesehen, bringt gar nicht viel. Where am I? Harry. Lisa? Er verschwindet dir anscheinend einfach. You were having a bad dream. Was I? Hey. You don't look too good. Are you okay? I'm fine.
Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. Der Sledgehammer war ja wie ein Tag-Team-Partner oft dabei. Ach so, ich dachte, das bezieht sich auf das Bild. Das hätte auch gut gepasst. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. Hi, Marco. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. Warum Black Sabbath? Wegen der Sprache einfach nur? Wegen Text auf Japanisch? Oder ist da irgendwas ganz anders? Was that another dream? Ein Traum in einem Traum in einem Traum. Ich weiß nicht, warum das nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht betont wird, vertont wird. Aber er hat gerade gesagt, dass er vielleicht nach dem Autounfall jetzt einfach im Koma liegt, im Krankenhaus und so weiter. Lisa wüsste es wahrscheinlich, ob es noch andere Straßen gibt und so. Okay. Okay. Bin gespannt, wo wir jetzt eigentlich sind und wo wir hin müssen. Eieiei. Hallo, Murdoch. Gruselig wird's. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Hi, Marco, falls ich es nicht schon gesagt habe. Kann mich nicht mehr erinnern. Auf irgendwas, was ihr geschrieben habt, glaube ich, wollte ich eingehen, aber ich finde es nicht mehr. Naja, egal. Wird mir schon wieder einfallen. Oder es war nicht so wichtig. Let's go. Machen wir weiter. Ach so, du konntest es wirklich nicht spielen, weil es nicht abspielbar war auf deiner PlayStation. Ich dachte, du konntest es nicht spielen, weil irgendwas dir in der japanischen Version so weird war oder so. Alles klar. Hallo, die bärtige Mutti, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. So, was machen wir jetzt? Ah, Föhn. Ich habe so ein hochfrequentes Pfeifen gehört und dachte mir, ist das gerade im Spiel? Was ist das für ein komisches Ding? Aber ich glaube, die Merlin war duschen und föhnt sich gerade. Das ist das, was ich höre. Weil das Spiel gerade so leise ist. Moment mal, wo gehen wir jetzt hin? Zurück ins Krankenhaus oder was? Ich glaube, ich gucke mal noch mal kurz in unseren Guide hier. Vorsichtshalber.
damit ich nichts falsch mache. Antique Store, bla bla bla. Secret Passage, Sybil. Ja, ich muss wirklich wieder zurück zum Krankenhaus, wie ich es mir gedacht habe. Aber über eine andere Route. Ich speichere mal. Ups, ich habe wieder falsch. Ich speichere mal schnell, weil das könnte wieder ein Labyrinth werden hier, durch das wir müssen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Na, schauen wir einfach mal. Werden wir schon hinkriegen. Aber ich glaube, wir machen jetzt ganz kurz eine Minute oder sagen wir 5 Minuten Pinkelpause, weil ich echt einfach pinkeln muss. Ich bin sofort wieder da. Ganz kleinen Moment. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir müssen jetzt durch ein sehr gefährliches, dunkles Silent Hill laufen. Und wir wissen nicht wohin und wir wissen nicht wodurch und wir wissen überhaupt nichts. Und ich habe ein bisschen Angst, aber ich speichere nochmal. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Hallo, come closer. Was geht? Okay. Oh nein, das ist ja... oh Gott, irgendwas verfolgt mich. Oh Gott. Das ist schon sehr creepy gerade. Es geht ab hier. Es geht ab hier in der Stadt. Oh Gott. Ich habe nicht vor, gegen die zu kämpfen. Ich muss mir durchlesen, wo ich lang muss, ey. Das wird sonst hier ein bisschen chaotisch. Das einzige Problem ist, dass du die normale Route ins Krankenhaus nicht nehmen kannst, bla bla bla. Es ist auch noch so dunkel, man sieht überhaupt nichts. Das ist echt gemein. Now you have no choice but to take the left from the Green Lion. The Green Lion? Was? Ich kann nichts lesen, was irgendwie Green Lion heißt. Die Affen sind sehr stark und machen viel Schaden. Oh Gott, das freut mich. Ich fand das erste Silent Hill sehr, sehr gruselig, sogar heute noch. Allein die Sounds. Hey, ich auch, ohne Witz. Ich spiele ja das zum ersten Mal jetzt und das macht mich wirklich fertig. Ich mache da keinen Spaß. Ich finde es sehr gruselig, sehr unangenehm und sehr cool aber auch deswegen. Ne? Wahnsinn, was das damals schon für eine Stimmung aufgebaut hat, die finde ich auch heute noch super funktioniert. Aber gut. Wenn du ständig nachliest, ist es aber etwas langweilig. Such dir deinen Weg selber. Mein Weg ist, dass ich kurz nachlese. And then up to Simmons Street. Okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wir müssen jetzt mal gucken. Okay, warte. Nein! Oh Gott. Was passiert? Achso. bin ich richtig? Ich habe keine Ahnung. Krasse Gegnerscharen, die da unterwegs sind. Okay, oh Gott. Ich bin zumindest irgendwo. Das ist ein Fortschritt. Es gibt eh nur einen Weg, ja. Hallo, Sven Trulsen oder so, keine Ahnung. Mensch, da habe ich schon kurz Pause gemacht und schon bist du wieder bei Silent Hill. Da freue ich mich schon auf das YouTube-Video. Ja, wird auf jeden Fall demnächst hochgeladen. Silent Hill ist unangenehm zu spielen. Ich als Masochist, der gerne in den Arsch. Aha, okay. Ich glaube,
du musst gehen. Das ist mir zu unangenehm hier, die Ausdrucksweisen. Aber es ist ja auch schon spät. Okay, let's go. Schauen wir uns mal um. Okay, das ist eine sehr große leere Fläche hier. Und im Fernseher läuft auch nichts Gutes. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ach guck, und schon läuft doch was. Es ist auch die beschränkte Sicht, die das einfach so unheimlich macht, das Spiel, ne? Da kommt so viele Stilmittel kommen da zusammen. Das ist schon einfach wirklich von vorn bis hinten gut. Das Sounddesign ist großartig, auf jeden Fall natürlich. Und die begrenzte Sicht, egal ob jetzt durch Nebel oder durch Dunkelheit. Und diese super weirde Stimmung, dass auch in der dunklen Welt man überall einfach nur auf so einem komischen Gitter läuft. Es ist alles so fremdartig und weird. Und es hat auch dieses, ja, diesen gewissen Horror, der einfach von so verlassenen Orten ausgeht. Da gibt es einen Begriff dafür. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Liminal Space oder irgendwie sowas wurde der getauft. Ja, da gibt es dieses ganz berühmte Bild von diesem leerstehenden Büroraum, ne? Da kommt das so ein bisschen her. Ja, die Bewegungen sind verstörend, das Gegnerdesign, das ist schon wirklich von vorn bis hinten sehr unangenehm und echt gut durchdesignt. Jetzt speichere ich nochmal schnell wegen dem einen Heilkasten, den ich ansonsten beim nächsten Laden liegen lasse wahrscheinlich. Da ist irgendwas. Oh! Well played, Spiel. Well played. So, es gibt einfach 5 Knöpfe für Pause und Inventar und alles. Ich habe extra Schrotflinte gespart. Jetzt gucken wir mal. Harry, du musst schon auch auf das Monster zielen, bitte, okay? Na super. Okay. Nein, was machst du? Ich wollte nachladen. Ah, dammit. Der Soundtrack hier hat jetzt gerade fast eher was von einem Zelda-Boss irgendwie, von so einem alten Nintendo 64 Zelda-Boss. Oh, Harry, was war denn das jetzt gerade für ein Schuss?
Kein guter. Nein. Ich habe echt Probleme mit Zielen in dem Spiel. Das checke ich immer noch nicht so ganz. Oh. Jagdgewehr. Okay. Nehmen wir das mal. Vielleicht kann Harry damit besser umgehen. Und ich auch. Oh Gott, ich habe schon befürchtet, der Sound bleibt jetzt so, dieser komische Soundbug gerade. Hat das getroffen? Er blutet. Er bleibt irgendwie an der Oberfläche. Stirbt er jetzt? Ist er tot? Nein. Das war's schon mit dem Jagdgewehr, aber das war gut. Jagdgewehr, das war gut. Oh, war es das doch? Habe ich jetzt eine Cutscene abgebrochen? Ich wollte nur auf Pause drücken. Ich wollte nur schnell ins Inventar gehen. Und dann habe ich anscheinend eine Cutscene abgebrochen. Ich wollte keine Cutscene abbrechen. Oh, Mann. Da liegt ein Gewehr. Genau, habe ich gefunden. Hat mir sehr geholfen. Hey, ich muss jetzt kurz... Wahrscheinlich war es nichts Wichtiges. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts Wichtiges war. Aber ich habe eine Cutscene abgebrochen und ich möchte die schnell sehen. Ich gucke schnell auf YouTube nach und dann schauen wir uns die gemeinsam nochmal an, wie beim letzten Mal. Das war natürlich nicht gewollt. Silent Hill im wahrscheinlich Wormboss oder sowas. Nee, da kommt nur Silent Hill. Ah, das ist richtig. Dann schauen wir uns das kurz an. Hello. Hello, Reaver of Chill Sandwich. Gucken wir mal in dein Let's Play rein. Oh, der kämpft dagegen irgendwas anderes. Ah, hier. Wartet, ich hab's gleich. Ich kann schon mal hier rüberziehen und euch anmachen. Moment, damit ihr auch mitschauen könnt. Bam. Okay, perfekt. Hab die Stelle perfekt gefunden. Nochmal neu anfangen, ja, genau. Achso, das war die Cutscene. Ja, okay. War nichts Wildes. Der Wurm lebt anscheinend noch, aber hat sich irgendwie durch die Welt durchgefressen oder so. Alles klar. Durch die Welt? Ja, ist schon gut. Es ist schon spät. Es ist auch schon jetzt meine 6. Stunde hier, ne? Was muss ich machen? Genau, ich muss noch hier wieder Screensharing ausmachen, sonst haben wir wieder ein weirdes Bild im Bild verzerrt. So ist besser. Habt ihr es nicht gesehen? Es müsste funktioniert haben eigentlich. Aber ja, war auch nichts Interessantes. Die Mare hat sich, glaube ich, einfach nur durchs Fenster gefressen. Das ist alles. Harry, wie geht's uns? Uns geht's eigentlich gut, oder? Wir sind eigentlich fit. Ja. Wir haben 30 Schuss Pistole, noch ein bisschen Schrotflinte. Naja, der Hammer. Der Hammer ist gut. Doch, habt mal gesehen. Dann passt schon. Hat sich gelohnt, dass wir draußen. Ja, der Vollständigkeit halber ist schon in Ordnung. Jetzt drehe ich, glaube ich, nochmal schnell eine Runde durch den Bossraum. Hey, das ist aber echt voll gemein. Ich bin eher, weil, wisst ihr, ich bin voll zufällig in die Tür gegangen mit dem Speicherraum. Es hätte genauso gut sein können, dass ich einfach direkt erstmal auf den Gegner zugegangen wäre, um zu gucken, was das ist. Ne? Erst alles töten und dann durchsuchen und dann wäre ich ohne Save hier reingeklappert. Ist jetzt auch nicht der schwerste Bosskampf gewesen, muss man auch sagen. Aber trotzdem.
schon gemein. So, wo sind wir jetzt? Oh Gott, was? Ich hoffe, ich kann jetzt einfach schnurstracks runterlaufen. Aber sind wir jetzt wieder in normal Silent Hill? Nee, sind wir nicht. Ja, das ist so creepy und so gut gemacht. Ich finde das, ich liebe das schon komplett irgendwie, wie das Spiel designed ist. Ganz großartig. Warum geht die Kamera so weit weg? Wo muss ich lang? Hilfe, lauf, Harry. Ich weiß doch auch nicht, Harry. Lauf einfach. Au. Lauf weiter, Harry. Wir müssen einfach laufen. Um Gottes Willen. Okay, da geht's auch nicht weiter. Dann versuchen wir jetzt mal Second Street, Winslow Street, Harry. Na, da kommt Mothra. Ja, freue ich mich schon drauf. Das ist der erste Teil, ja, genau. Mit dem Hammer ist man doch der King in Silent Hill. Ein großer Hebel, mit dem man alle klemmenden Türen. Das wäre gut. Was sich wohl hinter all den klemmenden Türen befindet, ne? Das wäre schon... Wahrscheinlich sind da die besten Waffen überhaupt versteckt. Und der unendliche Munition-Cheat noch dazu. Hau doch ab, Engel. Harry, ich sag's dir, das sieht nicht gut aus. Hier geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir zu Crichton Street. Und wenn das auch nicht geht, dann bin ich am Verzweifeln. Also in der Albtraumwelt ist Silent Hill ein sehr unangenehmer Ort, ne? Ich dachte schon, die Realwelt ist scheiße, aber meine Güte. Das ist halt hier auch echt so gut gemacht, weil man sieht ja auch die Gegner kaum, ne? Das sind schemenhafte Wesen, die man gerade so irgendwie erahnen kann. Zum einen natürlich der Grafik geschuldet, aber schon auch der Dunkelheit einfach und dass man sich schnell bewegen muss. Es sei denn, man entscheidet sich hier gegen alles zu kämpfen, was aber wahrscheinlich nicht die allerklügste Idee ist. Insofern schon gut. Okay, wir sind fast am Krankenhaus, Harry. Nein, 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 die ignorieren wir. Komm, rein mit dir. Oh. Richtig nervend aufreibend. Ich mache hier keinen Spaß. Stresst mich richtig hart. Puh, aber schon auf eine unterhaltsame Art und Weise, ne? Aber meine Güte, das Spiel ist gnadenlos. Gut, Harry. Wo hast du uns da reingebracht? Warum sind wir in so einer abgefuckten Hölle gelandet, Harry? Was ist los mit dir? Damn it. Oh, durch solche... Also wirklich... durch solche Spiele und Filme habe ich echt Angst davor, irgendwann mal im Koma zu liegen oder so. Weil auch in Silent Hill 1 ist ja Koma oder Sterbeprozess oder sowas eine Interpretationsmöglichkeit. Und es gibt viele Filme, die quasi so ein bisschen implizieren, was, wenn Koma-Patienten, was, wenn Menschen, die im Sterben liegen, was, wenn die die absolut krasseste Albtraumwelt durchleben müssen. Und das ist was, das können wir nicht wissen. Und wenn die Leute dann wach sind, können sie sich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich ist da einfach gar nichts, ne? Aber was, wenn man dann wirklich gefühlt vielleicht eine Ewigkeit in so einer Welt gefangen ist, in den dunkelsten Teilen seiner eigenen Psyche. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung. Glad you're okay. Und so Spiele wie Silent Hill spielen mit dieser Idee. Das ist echt scheiße. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa. Can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked.
Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Nein, macht euch keine Sorgen, das ist Harry, don't go. Mehr eine Gruselgeschichte als irgendwie was Ernstzunehmendes. It's so scary, I can't stand it. Aber es ist theoretisch möglich. Das Monster unter eurem Bett sitzt, ziemlich unwahrscheinlich. Dass man irgendwie vor dem Sterben gefühlt Jahrzehnte in der Horrorwelt verbringt, theoretisch möglich, ne? Das macht so unheimlich. Nur theoretisch. Kein Grund zur Panik. Aber das macht es für mich sehr gruselig. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Ich habe gerade gespeichert, deswegen der Hänger. Sind wir jetzt hier schon wieder fertig oder was ist los? Ich verstehe überhaupt nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das Spiel verwirrt mich nur noch. Soll ich jetzt nochmal hochgehen und mir das Video angucken? Wenn wir noch dürfen, ne? Also, angenommen, ich wollte mir das Video anschauen. Dann würde ich hierdurch... Aber wir gehen mal in Office und Reception waren wir noch gar nicht, ne? Harry ist sowieso ein Trottel. Warum geht ihr überhaupt irgendwo alleine hin? Ich würde alle Menschen, die ich irgendwie treffe, mit Sekundenkleber an mich kleben, damit wir eine wehrhafte Mauer aus organischem Gewebe werden, die durch die Stadt walzt. Und jeder kriegt eine Schrotflinte und einen Hammer und dann ne, so die, alle Menschen so nebeneinander die ganze Straße entlang und dann wird einfach durchgewalzt. Push, push, push. Bis in Silent Hill kein einziger Zombie-Hund mehr irgendwie. Oh Gott, oh Gott. So würde ich das machen. Aber es ist wirklich so, weil wir vorher drüber geredet haben, ne? Es geht mir schon tatsächlich so. Ich finde die Vorstellung, in so einer Silent Hill-Welt gefangen zu sein, wie sie hier dargestellt wird, tausendmal schlimmer als so eine Zombie-Apokalypse aus Resident Evil. Auch unangenehm, aber ich würde hundertmal lieber mit der Schrotflinte gegen Zombies kämpfen, als hier in so einem Albtraum gefangen zu sein. Ich meine, bei Lickern und Hunter hört der Spaß auch ein bisschen auf, ne? Aber, na gut. Moment mal. Schade, die Tür klemmt. Dann schauen wir uns wohl das Video nicht mehr an. Na gut, let's go, whatever. Videos werden überbewertet. Wir haben heute Blu-rays. Nein, die Tür klemmt ja auch. Ja, dann sind wir tatsächlich im Krankenhaus schon wieder fertig, ne? Es gibt ja gar keinen Weg mehr. Na gut. Das war eine kurze Expedition. Gab aus Russland den Film Koma. Da sind mehrere Patienten zusammengeschaltet. Okay. Ich meine, wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich keins der Szenarien. Aber, ne, da sind wir uns einig. Im Polizeirevier von Raccoon City wäre ich lieber als in Silent Hill, wenn ich es mir aussuchen müsste. Raccoon City lieber noch, da habe ich, weiß ich nicht, höhere Überlebenschancen oder zumindest weniger Angst als in Silent Hill.
Aber lieber nichts von beidem. Okay, ich muss jetzt mal speichern, weil wir gehen jetzt raus wieder und ich bin mir nicht sicher, wohin und warum. Ich habe ehrlich gesagt beim Dialog gerade nicht zugehört. Ich war wieder am Chat lesen und habe wieder keine Ahnung, was die eigentlich geredet haben. Wahrscheinlich wäre es irgendwie wichtig gewesen. Hier wird immer noch die Kirche markiert. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Ich gucke in den Guide, ob es mir erlaubt oder nicht. Die Larve haben wir kaputt gemacht. Okay, okay, okay. Dann durch das kaputte Fenster. Aus dem Hospital raus. Back outside. Ach so, alles klar, dann lese ich nicht weiter. Dann lese ich nicht weiter. Ich hätte einfach ein bisschen weiterspielen sollen. Anscheinend ergibt sich der Weg jetzt einfach. Okay, dann ist alles gut. Nur, an das habe ich witzigerweise auch gedacht, Sven. Silent Hill wird halt dann Raccoon City wird halt dann relativ schnell in die Luft gesprengt. Und das ist natürlich unangenehm. Das ist natürlich doof, wenn man dann irgendwie... Ja, aber trotzdem, ey, lieber soll mich irgendeine Bombe in die Luft sprengen, als dass mich irgendwie... hier die Silent Hill Monster kriegen. Ganz im Ernst. Die Made ist zurück, um sich zu rächen. Ich speichere jetzt mal. Ich habe aber gar nicht mehr so viel Munition, ey. Und ich habe das Gefühl, man kann die Made nicht sehr gut hämmern. Aber kriegen wir schon hin. Das Einzige, was mir an dem Spiel wirklich fehlt und was ich ein bisschen auch echt so einfach von der Game-Design-Perspektive aus echt ein bisschen kritisieren würde, ist, dass man keinen Indikator hat, wie verwundet unser Harry hier ist. Ne, so eine kleine Animation, dass er sich irgendwas hält oder so wie in Resident Evil, das wäre schon schön. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber muss ich schon sagen, nicht optimal. Okay. Harald. Dann war es das auch damit. Gewehr haben wir sowieso nicht mehr. Aber wir haben noch 30 Schuss Pistole. Let's go. Eieieiei. Hey, Sütter, nehme ich an. Vielen, vielen Dank für dein Mitglied werden auf YouTube. Willkommen bei den Jüngern der Tentakel. Freut mich sehr. Eben noch Motten in Resident Evil und jetzt, ja, die Motten sind überall, ne? Wir werden verfolgt von den Mottengegnern. Ich hoffe, die respawnt nicht dauernd. Harry, wenn du auf die Motte noch zielen würdest, das wäre gut. Ich komme mit der Steuerung teilweise echt einfach nicht klar. Ja, genau, Harry. Gut gemacht. Ach, das war aber meine Schuld. Diesmal ist nicht Harry schuld. Das war ganz klar meine Schuld. Oh, das könnte ich jetzt vielleicht mal benutzen, ne? So ein kurzer Damage-Buff Dingens. Nee, nicht Defense-Buff. Harry, geh bitte ein bisschen schneller rückwärts.
Hallo, Konami. Yes, I speak English. But the stream is in German. So, yeah. I could speak English. But I decided not to. Okay. Wo zur Hölle sind wir? Und was machen wir jetzt? Wir haben die Motte erschossen. Und wir sind zum Glück wieder. Hey, Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel schafft, dass ich mich freue, dass wir wieder im normalen Silent Hill sind. Weil das ist eigentlich nervig und schlimm genug. Aber das dunkle Silent Hill ist ja echt mal ein stressiger Ort. Meine Güte. Cool, cool. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Schauen wir mal schnell in den Sicherungskasten. Nee, nix. Gut. Das ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Also der Mottenkampf jetzt nicht, sondern die Passage, wo man durch Silent Hill durchlaufen muss im dunklen Zustand, um zurück ins Krankenhaus zu kommen vom Antiquitätenladen. Mega. Mega krass. Saita, vielen Dank nochmal für die 2 Euro. Dankeschön für den super Chat. Freut mich sehr. Warum hast du keinen Flammenwerfer genommen? Na, das wäre wahrscheinlich praktisch gewesen. So. Harry, ich bin genauso verwirrt wie du. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind und wo wir hin müssen und was überhaupt los ist. Gehen wir wieder ins Krankenhaus. Da ist immer noch der Kreis aus irgendeinem Grund, der Kringel. Da können wir zumindest auf jeden Fall mal nochmal einen Hard Save machen hier. Okay, hey, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich sich unser offensives Repertoire schon langsam dem Ende zuneigt. Ne? Ich hoffe, das Spiel gibt uns jetzt mal wieder ein bisschen Munition. Oh mein Gott, ich habe literarisch noch einen Schuss in der Pistole, sonst gar nichts. Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich auch die Motte mit dem Hammer hauen können. Der Unterleib hing relativ statisch runter, ne? Wäre schon gegangen. So. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir ins Krankenhaus sollten, ehrlich gesagt. Ah, ich habe keine Ahnung, wo wir sonst hin sollen. Habt ihr eine Ahnung, wo wir hin sollen? Immer her damit, wenn ihr wisst, was los ist. Ich meine, weil ich schätze mal, einfach ein bisschen rumprobieren und rumirren gehört schon irgendwie zu Silent Hill dazu. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ihr dürft mir gerne sagen, wo es jetzt weitergeht. Du hast von Lisa doch erfahren, wo du hin musst. Na, als ob ich dazugehört hätte. Black Sabbath, vielen, vielen Dank für den Superchat. Sehr nett von dir. Freut mich wirklich sehr. Super cool. Du wolltest doch ein Video schauen. Geht das jetzt? Das weiß ich nicht. Wer ist Lisa? Ganz genau. Zu alt für versteht mich. Nimm am besten Nahkampfwaffen. Ja, nehme ich eh. Nur bei Bossen nicht. Du musst zurück zur anderen Seite der Karte. Wasserwerk bei der Schule. Okay, gut. Dann machen wir das. Dann gehen wir zurück. Haben die darüber geredet? Ich habe wirklich einfach nur in den Chat geguckt und gelesen, während die geredet haben. Ich habe es versucht zuzuhören. Wirklich. Ich habe es echt versucht. Es ist nicht so, dass es mir wurscht ist. Tatsächlich gar nicht. Aber in dem Fall bin ich irgendwie im Chat hängen geblieben. Okay, gucken wir mal, ob wir da langlaufen können. Oder ob da mittlerweile auch schon alles eingestürzt ist.
Ach, Harry. Ist deine Tochter wirklich so wichtig? Er könnte ja auch, er könnte nicht. Er könnte ja eh nicht aus der Stadt raus, ob er wollte oder nicht. Insofern, was hat er denn für eine Wahl? Okay. Aha. Hä? Du musst das, das muss das Wasserwerk sein, das Lisa erwähnt hat. Was? Wo sind wir jetzt? Hat sie uns irgendwo hin teleportiert oder was? Oh, uns hat es tatsächlich dahin teleportiert. Das finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Das finde ich nett. Das wäre schön. Dankeschön, Spiel. Das hätte ich von dem Spiel nicht mehr erwartet, dass es so nett ist. Ah, natürlich ist da ein Haken. Das Schloss ist ausgeleiert. Ich kann es vielleicht mit einem kräftigen Schlag ausbauen. Nein, davon träume ich, seit ich das Spiel angefangen habe. Ein Rätsel, das ich mit einem kräftigen Schlag lösen kann? Nee, doch nicht. Muss ich dafür etwa die Axt nehmen? Aus irgendeinem Grund? Oder haue ich einfach noch mehr drauf? Tatsächlich. Einfach noch ein bisschen mehr drauf haben, finde ich gut. Hammer Time. Ich finde die Musik, die da gerade ertönt, die macht mir überhaupt keine Sorgen. Ich finde das sehr gut. Gehen wir runter. What could possibly go wrong? Ich habe extra einen harten Schlag gemacht, weil ich dachte, dann geht's bestimmt auf einmal kaputt. Aber nix da. Das Schloss ist stabil. Harry, das ist genau der Ort, an den man in so einer abgefuckten, dunklen Dämonenmonsterstadt geht. Was ist das? Ah! Ihr kleinen Scheißer macht mich fertig. Ich meine nicht euch, Chat. Ich meine die da. Die Creeper, wie sie heißen. Fehlt nur, dass sie explodieren, ne? Sich anschleichen und dann explodieren. Hey, aber ohne Witz, Minecraft in den frühen Tagen so, ne? Alpha oder so Version. Fand ich auch gruselig. Tatsächlich. Oh Gott! Was bist du denn? Oh Gott! Carter, du bist komplett bescheuert. Das kannst du echt nicht machen, ey. Der hat mich gerade so erschreckt. Oh mein Gott. Ja, hallo. Hi. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber echt. Hat er mit Absicht gemacht, glaube ich. Minecraft allein war als Kind etwas gruselig. Ich war ja schon, ich war kein Kind mehr, ich war schon ein bisschen älter. Ich fand Minecraft alleine, wenn man so in Höhlen unterwegs ist, ne, und ganz am Anfang wusste man das ja nicht, aber ab und zu random spielt Minecraft ja diesen Sound ab. Dieser eine ganz berühmte Ton, oh Gott, der sich so anhört, als würde er immer tiefer und tiefer werden, obwohl er das natürlich nicht kann, ne? Aber es fühlt sich so an. Oder es hört sich so an. Der ist sehr creepy. Der weckt einfach unangenehme Bilder oder Stimmungen.
Und da fand ich Minecraft schon echt gruselig. Ne, danach versteht man ein bisschen, dass der Sound nur random ist und dann wird das alles ein bisschen entzaubert, aber okay. Oh Gott, seht ihr, wie er seine Pfote auf meine Schulter legt, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Noch eine Dreiviertelstunde, Kaja, komm. Dann habe ich Zeit. Nein, das geht jetzt nicht. Ich hätte ihm keine Aufmerksamkeit geben dürfen. Jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir verloren. Der Truck hinter dir ist nicht von Mask, oder? Nee, aber das wäre mega nice. Ich hatte früher, also besser gesagt, mein älterer Bruder hatte ganz viel Mask-Sachen, aber die hat da teilweise ging die verloren oder wir haben die vielleicht auch kaputt gemacht, meine Schwester und ich, weil wir sehr jung waren. Oder er hat, glaube ich, auch Teile leider verkauft, aber der hatte eine riesen Mask-Sammlung. Aber das ist einfach nur so ein Weihnachtsdekorationstruck, den ich da hingestellt habe. Ich hatte ganz viel Transformer früher. Aber schön, dass überhaupt noch jemand Mars kennt außer mir. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Alone in the Dark Remake oder Reboot oder wie man es nennen will. Das schaue ich mir definitiv an. Ich hoffe, das wird gut. Ich würde es der Reihe echt wünschen, dass die einen coolen neuen Ableger kriegt, einen coolen Reboot. Hätte die Reihe echt verdient. Wartet mal, Kater. Du musst bitte. Es ist einfach. Willst du nicht hier einfach bleiben, hä? Huh? Ist doch ein guter Platz. Ja, Mask war cool, ne? Gab es ja auch die Serie dazu, aber ich kann mich nicht mehr an viel erinnern in der Serie. Ich kann mich noch erinnern, dass es da den Jungen gab, der die ganze Zeit auf seinem R2-D2-Rip-Off geritten ist. Apropos R2-D2-Rip-Off. Wisst ihr eigentlich, dass seit gestern, wenn mich nicht alles täuscht, Mickey Mouse nicht mehr geschützt ist? Mickey Mouse ist jetzt lizenzfrei. Wenn ich mich nicht täusche, darf jetzt jeder für alles immer Mickey Mouse benutzen. Disney hat keine alleinigen Rechte mehr an Mickey Mouse. Und das ist total crazy. Und gestern wurde ein Horrorspiel angekündigt, das so ein bisschen so in diese Animatronik-Gruselecke geht, mit Mickey Mouse als Monster. Und ich glaube, Disney kann nichts machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, nehmt das jetzt nicht für bare Münze, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Mickey Mouse jetzt lizenzfrei quasi. Ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich schon irgendwie crazy. Gibt schon Mickey Mouse Emojis? Nee. Ich trau mich noch nicht, weil die Disney-Anwälte berühmtermaßen extrem aggressiv sind. Aber theoretisch, glaube ich, könnte ich jetzt meinen Kanal in Mickey Mouse umbenennen und das den Land Squid mit Mickey Mouse ersetzen. Und dann heiße ich einfach Mickey Mouse. Ich bin der Lore-Kanal Mickey Mouse. Warum auch nicht? Land Squid Mickey Mouse Rider. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon so oft Mickey Mouse in dem Stream gesagt habe, leuchtet schon bei den Disney-Anwälten irgendwo ein kleines rotes Lämpchen. Geht schon ein automatisiertes Schreiben raus. Ich höre schon wieder so creepy Geräusche, dass ich jetzt einfach mal speichere. Da gab es ja schon Memes drüber, da wurde ja schon Witze drüber gemacht, weil das Urheberrecht ist ja begrenzt zeitlich. Irgendwann läuft das aus. Und das wurde, ich glaube, Mickey Mouse hätte schon zweimal oder so auslaufen sollen und in den USA wurde das dann immer wieder zufälligerweise kurz bevor Mickey Mouse ausläuft verlängert. Aber ich glaube, jetzt ist es tatsächlich passiert, oder? Ich glaube schon. Ihr könnt das ja gerne mal überprüfen, ob die Story stimmt, ne? Vielleicht übertreibe ich oder ich habe was falsch. Ich google das jetzt auch mal schnell. Nicht, dass ich euch hier jetzt spätnächtlich mit Blödsinn zurücklasse. Radio funktioniert im Untergrund nicht. Ich habe es schon gemerkt, ja.
Genau, also okay, warte mal. Alte Mickey Mouse und Minnie Mouse Versionen jetzt gemeinfrei. Die Original-Schwarz-Weiß-Version von Mickey und Minnie aus dem Disney-Kurzfilm Steamboat Willie. Aha, es geht nur um die Schwarz-Weiß-Version von Mickey Mouse scheinbar. Da ist das Urheberrecht ausgelaufen. Das ist ja mal wieder ein cleverer Kniff von Disney, oder? Dass die quasi sagen, naja, aber die alte Schwarz-Weiß-Mickey Mouse ist ja ganz was anderes wie unsere bunte Mickey Mouse. Das ist eine ganz andere Figur mit einer ganz anderen Lizenz. Ja. Ich verstehe schon. Okay, aber Schwarz-Weiß-Mickey und Minnie sind jetzt quasi lizenzfrei. Tatsächlich. Finde ich schon. Ja, ist krass, ne? Finde ich auch. Ich höre wunderschön beunruhigende Geräusche, aber man kann hier speichern, dann wird ja wohl kein Monster da sein. Das wäre mal gemein. Wäre mal mega mies. Machst du Safe States? Also ja, also wenn das bedeutet, dass ich mit am PC quasi speichere, dann ja. Wir haben Gott sei Dank eine Karte gefunden, das freut mich. Die Karte hilft mir überhaupt nicht weiter gerade. Wer weiß, vielleicht kommt demnächst auch die Horror-Slasher-Version von Winnie the Pooh. Theoretisch. Also jetzt müssten so nach und nach die ganzen klassischen Lizenzen tatsächlich von solchen Figuren auslaufen. Ich meine, da liegen teilweise noch Jahrzehnte dazwischen, zwischen originalen Mickey Mouse und späteren Figuren. Aber schön langsam. Ach, guck mal, man kann Sidesteps mit den Schultertasten machen. Wahrscheinlich wusste ich das schon mal und hab's vergessen. Ah, ich wollte die Karte aufmachen und habe die Taschenlampe ausgemacht. Auch eine gute Idee. Ah, nein. Ich hätte nie... Ah, das war jetzt einfach nur Glück, dass ich den Schlüssel gefunden habe. Ohne Witz. Einfach nur Glück. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Mickey Mouse jetzt schon irgendwie in 10-Jahres-Häppchen einsortiert haben, ne? Dass immer wieder alle 10 Jahre nur irgendeine ganz spezifische Version von Mickey Mouse ausläuft. Der hat mich gerade von der Decke runtergekratzt, aber er kommt nicht runter. Jetzt habe ich Angst, er könnte überall sein. Ist das gemein? Für was ist der Schlüssel, den ich gefunden habe? Ich habe keine Ahnung. Ah, die Geräuschkulisse, die ist so gut, weil sie so schrecklich ist. Ich finde das wirklich so gut gemacht, ey. So schlimm auch. Also so positiv schrecklich. Leiter. Ich bin mir echt leider nicht mehr sicher, wo wir hergekommen sind. Ah, sehr gut. Wir haben mal den Schlüssel verwendet. Das ist schon mal gut. Ey, die Stimmung in dem Spiel ist echt krass, oder? Ich bin mega froh, dass ich das Spiel jetzt hier im Rahmen der Bonusspiele nachgeholt habe. Das war wirklich was, das mir in meiner Videospielhistorie echt gefehlt hat. Aber ich bin auch ein bisschen froh, wenn wir fertig sind damit. Das macht mich fertig, das Spiel. Komm her, Creeper. Yeah, der hat einfach so viel Reichweite. Ich liebe den Hammer. Ich hätte ab jetzt gern in jedem Spiel nur noch genau den Hammer als Waffe, bitte. Der ist ja wirklich großartig.
Jetzt bin ich hier. Und da drüben ist eine Leiter. Okay, die nehme ich mal. Nix wie raus hier. Ja, aber andererseits, ob es oben besser ist, ne? Weil man nicht... Ich muss jetzt mal ganz kurz in unser Inventar gucken, mir mal wieder einen kleinen Überblick verschaffen, wie es eigentlich aussieht. Wir haben noch 5 kleine Heilmittel und 9 große. Das ist gut. Wir haben noch so ein super Defense-Ding. 16 Schuss Pistole, 6 Schuss Schrotflinte, 6 Schuss Gewehr. Okay, okay. Wir haben den Hammer. Wir haben immer noch das weirde Ding und die rote Flüssigkeit und die Videokassette, die wahrscheinlich optional sind und ich hätte sie schon irgendwo benutzen müssen. Aber was willst du machen? Winnie the Pooh Blood and Honey gibt's schon. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ah, du kleiner Arsch da oben. Wo laufen wir hin, Harry? Weißt du's? Weil ich habe keine Ahnung, Harry. Harry, ich sag dir, wie es ist. Ich hoffe, du hast irgendeine Ahnung, was los ist. Oh Gott. Ein bisschen lahmarschig, ne? Aber ist trotzdem, ich mag den Hammer. Dann kommt noch Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, The Room, Silent Hill 5 und 6. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir noch Silent Hills spielen. Würde ich nicht ausschließen, aber es gibt ganz viele, vor allem auch ältere Survival-Horror-Spiele, die mich tatsächlich auch sehr stark interessieren würden und die ich gerne auch als Bonusspiel mit drin hätte in der Liste. Aber wisst ihr, keine Ahnung, irgendwann sind wir auch mal mit allen Resident Evils durch und dann... wollten wir vielleicht weiter die Survival-Horror-Historie durchspielen hier in den Streams. Und dann ist Raum für vieles. Um es nachzuholen. Eieiei. Kleiner Arsch, du. Die sehen ein bisschen so aus, als hätten die Hosen an, ne? Es ist so ein bisschen diese Urban Legend von den Sewer Gators. Also von diese Geschichte, dass irgendwie Alligatoren, weil sie zu groß werden, als bescheuerte Haustiergeschenke das Klo runtergespült werden und jetzt leben die in der Kanalisation und pflanzen sich fort und so weiter und so fort. Da ordne ich die Gegner ein bisschen ein, aber ja. Gerade Silent Hill 3 und 4 haben fast ausschließlich GEMA-geschützte Musik. Ah, ja, okay. Das ist schlecht. Aber mittlerweile ist YouTube echt gut geworden, so Musik wirklich rauszufiltern. Also nicht nur die Passagen stumm zu schalten, das kann man zur Not auch, aber das ist natürlich nicht optimal, sondern andere Geräusche drin zu lassen und die Musik rauszufiltern. Mit KI ist es ja mittlerweile zum Glück alles möglich. Und es ist abgeschlossen. Habe ich mir leider schon gedacht. Das wäre zu leicht gewesen. Naja, The Suffering 1 und 2. Carrier, Dreamcast Game. Parasite Eve 2, das sind definitiv, genau, Clock Tower auch, das sind lauter so Sachen vor allem, die ich nie gespielt habe, die mich auch wirklich interessieren würden. Gerade die will ich als Bonus nachholen. Aber schon auch Spiele wie jetzt zum Beispiel Eternal Darkness, das wir schon erreicht haben, die mir einfach echt gut gefallen und die ich gern mal wieder spielen würde. Das schon auch, auf jeden Fall. Mickey Mouse als B.O.W. gegen Chris Redfield. Theoretisch, jetzt wäre es möglich. Ich bin gespannt, ob in so Spielen wie Fortnite und so jetzt plötzlich einfach Steamboat Mickey als Skin oder so auftaucht, weil jetzt könnten sie es einfach so machen. Noch irgendwas.
Ich glaube nämlich, bei Pac-Man ist es tatsächlich so, dass das zwar noch nicht, da ist die Lizenz nicht abgelaufen, aber ich glaube, dass, wer hat die Pac-Man-Rechte? Ich glaube, Atari ist es nicht, ist es Konami? Nee. Aber wer auch immer die Pac-Man-Rechte hat, hat, glaube ich, irgendwie gesagt, so Pac-Man darf theoretisch überall benutzt werden, man soll nur nachfragen. Aber die sind da anscheinend auch sehr freizügig mit der Pac-Man-Lizenz, theoretisch. Habe ich mal irgendwo gelesen. Alle Fallout-Spiele, die es jemals gab, haben wir schon hinter uns, das Knuddel. Die gibt's schon alle. Auf meinem Let's Play-Kanal findest du Playlists dazu, weil da sind die Teile, ich glaube, da habe ich noch auf dem Hauptkanal Let's Plays gemacht. Da sind ein paar Folgen auf dem Hauptkanal, ein paar auf dem Nebenkanal, die sind ein bisschen verstreut. Deswegen habe ich da Playlists auf dem Let's Play-Kanal zusammengestellt, wo alle Folgen drin sind. Aber da findet man tatsächlich alles. Ich glaube nur, dass Brotherhood of Steel, dieses Top-Down-Action-RPG da, das habe ich nicht ganz durchgespielt. Da haben wir nur ein paar Folgen dazu gemacht, bis zur Hälfte ungefähr. Aber ansonsten ist das schon alles Falloutige durchgespielt. Ich habe auch Fallout 76 angefangen, aber das ist halt aufgrund seiner Online-Natur und so echt nicht besonders Let's Play geeignet. Das waren ja früher nur Let's Plays, ne? Und da ist es halt immer schwierig. So ein 20-Minuten-Konzept hat dann nicht funktioniert. Und es hat mir halt auch nicht so gut gefallen, einfach. Leider, leider. Harry, ich hab keine Ahnung, ob wir hier sein sollten und müssen. Aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Harry. Was zur Hölle ist das für ein wunderschönes Geräusch? Aha, ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht, ne? Das ist, glaube ich, schon richtig. In dem Fall sind wir gerade voll der Kammerjäger, das stimmt. Ich meine, Capcom hat die Rechte von Pac-Man. Okay, danke. Oder Namco? Ist egal. Egal. Ja, keine Ahnung. Let's go, Harry. Ins Verderben. Blood. I hope it's not Chris's blood. Da ist ein Schlüssel zum Kanalisationsgang im Wasser nehmen. Okay. Aber das wird nicht gut für uns ausgehen. Das war absehbar. Harry, warte, du musst mir jetzt schnell sagen, ob wir den Schlüssel genommen haben oder nicht. Das ist jetzt eine wichtige Information. Müssen wir kämpfen? Wir haben den Schlüssel, ne? Dann lauf. Lauf, Harry. Lauf. Lauf, Harry. Wir sind den falschen Gang gelaufen, Harry. Wir sind dumm. Jetzt werden wir sterben. Ha. Das war's dann mit den Ninja Turtles. Aber einer von denen, Donatello, muss noch irgendwo unterwegs sein. Die waren nur zu dritt. Und wenn das Meister Splinter erfährt, wir sollten echt abhauen, Harry. Ich glaube... Oh, Donatello. Er hat schon auf uns gewartet. Puh. Was, das Splinter bläst das Licht weg. Wir sind ziemlich tot, Harry. So. Obscur ist auch... Warte mal, Obscur 1 gibt's sogar schon... Warte mal. Ich glaube, Obscur 1... Haben wir da nicht einen Livestream gemacht? Ich gemeinsam mit Michael? Ich glaube nämlich schon. Obscur 1 haben wir gemeinsam schon im Stream durchgespielt. Ist ewig her. Ich hoffe, ich habe das hochgeladen auf den Let's Play-Kanal. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und ihr dürft ja nicht vergessen, Leute, wenn neue Spiele rauskommen, die passen, dann werden die definitiv auch noch als Bonusspiele reingezwängt. Also gerade so Alone in the Dark oder sowas, ne? Wenn das nicht total katastrophal schlecht wird und vielleicht dann auch zumindest mal ein bisschen, dann, würde ich die auch sehr gerne streamen, auf jeden Fall.
Die ganze Vitrine voller Maske, das ist cool. April, stimmt. April schreibt wahrscheinlich einen vernichtenden Artikel über Harry. Das würde ihr nicht gefallen. Okay, Harry, ich plädiere dazu, dass wir jetzt einfach voll durchsprinten bis zum Punkt, wo wir hin müssen. He-Man. Das ist irgendwie die weirdeste Geschichte ever, ey. Ohne Witz. Ich weiß bis heute nicht genau, was meine Mom da geritten hat. Aber irgendwie hatte meine Mom ein Problem mit He-Man-Spielfiguren. Die He-Man-Action-Figuren. Irgendwie fand sie die ganz schlimm und problematisch. Und mein Bruder und ich hatten sehr viele He-Man-Spielfiguren. Und die... Meine Mom hat uns dann Geld dafür gegeben, dass wir die He-Man-Figuren wegschmeißen und uns was anderes kaufen. Ich weiß wirklich nicht, warum. Aber it's a true story. Ich habe sie mal darauf angesprochen und irgendwie war sie der Überzeugung, dass wir Albträume von He-Man bekommen hätten. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee... Ich weiß es wirklich nicht. Aber das ist, glaube ich, ihre Erklärung heute, warum sie das damals gemacht hat. Keine Ahnung. Ich habe mir wirklich schlimmere Sachen vorstellen als He-Man. Okay. Eltern sind manchmal weird einfach, ne? Was soll man machen? Harry? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Was der Kram heute wert ist. Ah, oh Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, da schuldet mir meine Mom noch ein paar hundert Euro von damals, wenn man das hochrechnet. Ja, aber im Ernst, wahrscheinlich hätte ich es kaputt gemacht. Das wäre nicht mehr in gutem Zustand. Ich habe es ja auch wirklich benutzt. Ich hatte ja auch ganz viele Ninja Turtle Actionfiguren und die habe ich immer eingefroren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber ich habe immer gespielt, dass die irgendwie in der Zeit gereist sind und deswegen waren die im ewigen Eis oder sowas, keine Ahnung. Und deswegen habe ich die immer eingefroren und dann auftauen lassen und... Dabei ist die Farbe abgebröckelt und die sind komplett kaputt gegangen. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt super gut auf meine Sachen aufgepasst. Wo bin ich und wo laufe ich hin? Ich habe keine Karte von dem Ort, sagt mir das Spiel. Und da sind schon wieder böse Affen. Ich bin doch hier in Silent Hill, oder? Wenn ich mich jetzt verlaufen habe, haben wir echt ein Problem, weil ich finde nie wieder irgendwo hin. Warum habe ich keine Karte von dem Ort? Wo bin ich? Guckt euch den Scheiß an. Was habe ich getan? Ich hätte nicht einfach loslaufen sollen. Oh Gott. Ich hab gespeichert irgendwo. Wir können zur Not einfach wieder zurück. Aber wirklich, warum sagst du mir, ich habe keine Karte von dem Ort? Wo bist du? Du musst zu einem See. Aber ich habe keine Karte. Woher soll ich wissen, wo ein... Jetzt kommt ein längerer Abschnitt. Und da du es gerade gespeichert hast, willst du vielleicht schon aufhören? Hm, weiß ich nicht. Masters of the Universe war echt gut. Ich habe immer noch ein paar Figuren. Oh, Power Rangers. Ich war nie so im Power Rangers drin. Ich hatte auch keine Sachen. Wir haben früher immer Spielzeug... Oh, ja, ich habe das wirklich auch ein paar Mal gemacht, dass ich Mask-Figuren angezündet habe. Irgendwie so mit einem Draht an einem Baum gehängt und dann angezündet und zugeguckt, wie sie verbrennen und runtertropfen und so. Ja... Die wären nicht mehr viel wert heute. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Am Anfang wäre eine Karte gewesen. Oh mein Gott.
Ich bereue alles. Harry, wir haben keine Zeit, um an Autos hängen zu bleiben. Wir müssen die Kanalisation wiederfinden. Sonst sind wir verloren. Okay, ich muss neu laden. Das war ein Fehler. Okay, wartet mal. Ich muss jetzt, ich hoffe, ich habe irgendwann mal cool gequicksaved. Ich habe danach nicht mehr gequicksaved. Naja, gut, Harry. Du weißt, was zu tun ist, oder? Let's go. Ich kenn's doch schon. Warum habe ich mich wieder erschrocken? Ach so, hier hätte ich ein Hardsafe gehabt, ne? Ich Trottel. Naja, hätte ich so auch laden können. Wäre sogar besser gewesen. Egal. Mach ich noch einen. Ich habe mehrere meiner Figuren da ins Klo geschmissen, abgezogen und Tschüss gerufen. Ja, sind dann für immer weg, ne? Doof. Ich hätte nie wieder hierher gefunden. Aber wo habe ich denn da eine Karte übersehen? Weil das ist ja irgendwie schon gemein, finde ich, dass man die so einfach übersehen kann. Nee, ich habe die schon in Grund und Boden gespielt. Ich habe auch gerne mit meinen Spielzeugautos, die habe ich gerne mit dem Hammer kaputt gehauen, weil ich gespielt habe, dass die Unfälle hatten. Und dann habe ich natürlich, weißt du, da sind so die Autos zusammengefahren und dann so, und dann habe ich einen Hammer genommen und habe da, wo die zusammengefahren sind, habe ich die kaputt gehauen. Deswegen habe ich, glaube ich, wahrscheinlich auch Dixie Burnout 2 so toll gefunden. Habe ich schon als... Ach, das ist die Karte. Ich, obviously, um Himmels Willen, habe ich nicht gerafft. Okay, alles klar. Genau, das Schild an der Straße. Ich habe schon gecheckt. Ist doch nicht so leicht zu übersehen, tatsächlich. Ich dachte, das gehört jetzt zum Spiel, weißt du, am Anfang, als ich zum ersten Mal hier war, dachte ich, okay, wahrscheinlich muss ich jetzt einfach ganz lange geradeaus laufen und dann wiederholt sich das immer wieder und so weiter und so fort. Aber jetzt verstehe ich, wir sind in einem neuen Bereich. In South Park? Nette Leute überall. Naja, weiß ich nicht so recht, ob wir nette Leute hier treffen, aber gut. Ach, Leute. Ein bisschen haben wir noch, ne? Schauen wir mal noch ein bisschen uns um hier. Vielleicht finden wir zufällig, wo wir hin müssen. Da blutet mein Herz. Naja, ich habe halt rabiat gespielt. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mir beim ersten Zombie in Resident Evil fast in die Hose gemacht. Ja, es war schon auch krass, klar. Okay.
Aber jetzt, wo wir da die Karte haben und ich gespeichert habe, werde ich genau das wieder machen, was ich gerade gemacht habe. Weil ich eh nicht genau weiß, wo wir hin müssen, laufe ich jetzt einfach mal geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo auf eine Sackgasse treffen oder was los ist. Weil ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oder es ist auch nichts eingezeichnet auf der Karte. Nicht wirklich. Annie's Bar. Wahrscheinlich zum Lakeside Lighthouse da so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Toy Story ist auch teilweise Horror. Ja, genau. Die zusammengeschraubten Spielzeuge da, dieser Puppenkopf auf diesem Spinnenkörper und so, das fand ich schon gruselig. Also jetzt nicht mega gruselig, aber schon gruselig. Muss ich schon sagen. Aha. Was passiert? Wo bin ich hingelaufen? Warum kommt hier... lädt was? Kommt eine Cutscene oder... neues Gebiet? Bin ich zu weit gelaufen? Ist das Spiel abgestürzt? Durchgespielt? Oh nein, bitte nicht. Nein, ich will nicht ins dunkle Silent Hill. Ich möchte das nicht. Nein, nicht schon wieder. Nein, dieses Mal ist das Gefühl anders. Anstatt des Übergangs von der Realität zu einem Albtraum, ist das eher die Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht, als ob es was Schlimmes passieren würde, wird. Kein Zweifel, etwas Schreckliches geht hier vor. Ach was, Harry. Danke, Captain Obvious, für diese Einschätzung. Schon lustig. Er driftet wieder ab in diese absolute abgefuckte Horrorwelt, die wir schon so oft hatten. Und dann sagt er so, also ich mag das irgendwie nicht, ne? Das gibt mir ein blödes Gefühl. Finde ich nicht nett einfach hier. Toll. Harry ist ein ganz schneller, ja. Absolut. Annie's Bar ist wichtig. Okay, merke ich mir. Ich sehe hier, dass du gerade die Karte von Holy Hill gefunden hast, weil das Logo von Holy von dir einen Teil der Karte mit dem Text von Silent Hill überdeckt. Ach, warte, muss ich mir mal schnell anschauen. Holy Land Hill, ja, stimmt. Auch schön. Na gut, Leute, ich glaube, wir machen an der Stelle jetzt wirklich Schluss für heute. Ich bin fix und fertig. Aber schön war's und sehr unheimlich. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt in einer schrecklichen Welt und das nächste Mal starten wir da rein. Wird schon alles gut gehen. So schlimm wird's schon nicht. Jo Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir heute jetzt hier 6 Stunden saßen statt 3 und dafür morgen nicht streamen. Es hat seine Vor- und Nachteile, ne? Wenn ich die Zeit danke hätte. Für den schönen Stream. Hey, danke, das Knuddel für die Bits. Freut mich. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich wirklich am liebsten mehr streamen und irgendwie jeden zweiten Tag oder 3-mal die Woche ruhig auch länger streamen, aber ich muss mich halt um meine anderen Projekte kümmern und so weiter. Gerade kommt mir so Arbeitszeit. Planungsmäßig ganz gut vor, wenn ich einen langen Streamtag mache. Aber wir können mal gucken, ob wir den Dienstag vielleicht sogar noch verlängern. Aber schauen wir mal. Aber grundsätzlich mag ich das Konzept gerade ganz gut. Ja, wie gesagt, hat mich sehr gefreut.
Und ja, anstrengend ist es schon, aber ist auch auf Twitch eigentlich eine normale Streamzeit, ne? Ich glaube, es ist relativ gewöhnlich, dass die Leute 6, 8, 12 Stunden und länger streamen. Insofern, ich glaube, da gewöhnt man sich auch schon dran und so. Naja, wie gesagt, die nächsten Tage landet auf jeden Fall alles auf YouTube. Dann könnt ihr nochmal alles nachschauen, wenn ihr irgendwie was verpasst habt oder so. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, gute Nacht, schön war's, schlaft gut. Lasst euch nicht von Silent Hill Sirenen gruseln. Gute Nacht. Ciao.